Moin, herzlich willkommen hier zu einer wunderbaren neuen Partie und einer ganz besonderen Partie, Fridays for Fußball. Wir haben Nationalspielpause in der Bundesliga, also spielen wir Deutschland. Und die Deutschen müssen jetzt morgen gegen Frankreich, aber wir spielen die spannendere Partie aus meiner Sicht gegen die Niederlande. Die steigt am Dienstag um 20.45 Uhr und es ist viel passiert in dieser Woche. Deswegen habe ich auch dieses wunderschöne Freiburg-Trikot an. Hinten drauf steht übrigens Waldschmidt. Christian Streich wird Freiburg zum Ende der Saison verlassen. Das ist das Ende einer Ära und ihm zu Ehren habe ich mich in mein Freiburg-Trikot geschmissen. Weitere News sind natürlich, dass, hätte ich sonst auch ausgewählt bei FIFA, das pinke Trikot der deutschen Nationalmannschaft, was jetzt schon Verkaufsschlager ist. Zum Preis würde ich mich gar nicht äußern, weil das ist eine Frechheit, so teuer wie das ist. Aber ganz ehrlich, Leute, was habt ihr für ein Problem mit dieser Farbe? Ich finde die geil, die Trikots. Also ich würde mir, wenn es nicht so teuer wäre, eins holen. Das dazu und irgendwas hatte ich noch. Ja, Nagelsmann hat in seiner Entscheidung über den Kader der deutschen Nationalmannschaft einige Leute überrascht. Mittlerweile sind ja schon mit Beste und Neuer ein paar krank ausgefallen. Und Pavlovic auch, genau, für die nächsten Spiele. Sonst hätte ich Pavlovic auch aufstellen können. Ich habe deswegen mal den Kader so gewählt, wie ich den nehmen würde, ungefähr. Also ein bisschen die Leute, die auch Nagelsmann mitnimmt, aber auch ein bisschen Leute, die überraschen. Besonders auf der Bank habe ich noch jemanden. Da werden sich besonders Freunde der Baller League gleich noch drüber freuen. Aber natürlich habe ich auch hinten drin Rüdiger, Tah, auf rechts den Kimmich, damit muss er leben. Hier ist Musiala. Und vorne drin habe ich tatsächlich Undav jetzt mal gestellt, nur um mal was Neues auszuprobieren. Auf der Bank sind aber auch noch Spieler, die ich vielleicht an diese Stelle bringen kann. Was jetzt auch noch rausgekommen ist, der DFB will wohl mit Nagelsmann noch vor der WM irgendwie verlängern oder so. Ich konnte es mir in der kurzen Zeit, die ich jetzt zur Vorbereitung hatte, nicht ganz vorlesen. Aber ich finde, das ist ein Fehler, weil ja genau das der Charme war, dass man sagt, er macht bis zur EM und nicht weiter, weil dann kann er sich ruhig mit irgendwelchen Spielern verscherzen und kann quasi ausstellen, wie er will. Das kann er ja irgendwie nicht, wenn die nachher irgendwie nachtragend sind, ne? Und er dann noch da ist. Aber naja, Kroos habe ich auf jeden Fall auch aufgestellt. Den Wirtz, der muss auch rein. Wirtz und Musiala werden, glaube ich, zu den Stars der EM werden, wenn Deutschland nicht wieder in der Vorrunde ausfliegt. Und jetzt gibt es da einen Eckball. Wie gesagt, vorne drin habe ich Undav. Das Spiel gegen Frankreich steigt morgen um 21 Uhr in Lyon. Dieses Spiel findet in Frankfurt statt. Und zuletzt habe ich hier ja den VfL gespielt. Da gab es einen auf die Fresse. Da gab es 0:4 gegen Düsseldorf. Kimmich tritt die Ecke. Mal gucken, wozu sie führt. Wir haben schon die erste Halbzeit fast durch. Gibt es noch eine Ecke? Nein. Aber Kimmich kommt da an den Ball. Kann Gosens in Szene setzen. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Schade. Goretzka habe ich tatsächlich auch nicht mitgenommen. Das hatte ja der Julian Nagelsmann auch gemacht. Hummels habe ich auch nicht. Ich finde das ganz gut, wenn er sagt, so halt, die passen nicht in die Rolle des Bankdrückers, sage ich jetzt mal. Wie jetzt aber andere junge Spieler, die dann von der Bank auch durchgehend eine EM motiviert sein können. Das kann, glaube ich, weiß nicht, die ehemalige Stammspieler können das halt nicht so gut. Jetzt werdet ihr schon mal sehen, was ich so auf der Bank habe. Hier seht ihr nochmal die Aufstellung von mir und unten natürlich Richie Sukutapasu. Der starke Mann von Eintracht Spandau hat sich so in mein Herz gespielt, dass er auf jeden Fall jetzt vorne reinkommt. Füllkrug hat dadurch nicht die Chance. Ich bin ja Riesenfreund von Götze, deswegen lasse ich den auch nochmal eine Runde spielen. Der kann, glaube ich, auch links. Kann er Beste beerben. Ich habe übrigens bei meiner Aufstellung jetzt nicht drauf geachtet, wer verletzt ist oder sowas, weil es mein Traum, nein, ist nicht mein Traumkader, aber so würde ich es spaßeshalber mal machen. Havertz wird auch gleich noch eine Chance bekommen, aber erstmal die beiden Spieler will ich reinbringen. Pasu, Sukutapasu und Götze. So. Viel Lärm um nichts. Jetzt mache ich erstmal das 1:0.
Kommt quasi Ritchie zu Cotopaxi zu seinem ersten A-Nationalmannschaftsspiel. Tolle Chance, aber kein Tor. Für Deutschland. Ein bisschen auch das Glück. Das war ein dicker Fehler. Und Rüdiger fault da Simons. Ich habe ihn extra weggeklickt, weil es war wahrscheinlich auch ein Foul. Ich drück doch in die Ecke, aber er springt nicht. Zu gut geschossen da. Aber komm. Wir kommen nochmal wieder. Ja, es war ärgerlich, er hätte ihn eh daneben geschossen und ich. Ne, ich hab in die Ecke gedrückt. Das Ding im Tor übrigens. Ja. Wir spielen jetzt einfach sehr offensiv. Oh, damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig. Oh, Götze direkt mit dem Ballverlust. Ah, die Niederländer jetzt sehr abwehrbedacht. Am Ball jetzt Cody Gakpo. Alter, die spielen aber auch. Es ist abgepfiffen, gibt Freistoß für Holland. Wo war das denn faul? Leute, ey, der Schiedsrichter ist auch für die Niederlande. Ball kommt in den 16er. Oh, Virgil van Dijk natürlich. Gehört natürlich zu den besten Spielern im Spiel, ne? Wollen auch immer alle bei FIFA Ultimate Team haben. Da ist so guter Passung am Ball. Oh, und bitte Ballverlust im Mittelfeld. Aber Rüdiger holt den Ball wieder. Könnte der Ausgleich sein. Oh, hinter. Ey, schade. Oh nein. Habe ich mich komplett verschätzt. Ey. Und Simons da mit dem fiesen Ball. Elvis in Memphis. Oh! Yes! Robin Hoodens. Nein, ich wollte zu guter Paso da in Lauf spielen, aber irgendwie gab es da Abstimmungsprobleme. Nur Memphis. Memphis Depay. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Och. Da geht er vorbei. Och. Flanke jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung. Deutschland kriegt da richtig einen auf die Nase. Ja, ich kann meine Spieler vorne nicht ins Hinde setzen und hinten spiele ich zu anfällig. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er den Keeper. Ärgerlich. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Och, die spielen da echt übermenschlich gerade, die Niederländer. Ich bin unterwürfig. Das Ding hält. Ball ist noch im Spiel. Oi. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Gefahr noch nicht bereinigt. Da zeigt das Ding sein ganzes Können. Das war kaum Weg, so ein Tor. Kurzer Distanz. Götze da mit dem Ball gewinnt? Neben Groß übrigens Gnorn. Daniel Malen am Ball. Oh. Flügel zieht er jetzt ein. Malen! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Shit. Ah, gut. Noch eine Chance. Oh, wo läuft denn? Ich dachte, der läuft auf den Außen. Ja, was für ein Murks, den ich jetzt zusammenspiele. Ah! Das war nicht gut. Hat mir auch meine Geheimwaffe so guter Pass und nicht geholfen. Aber ja, das Ergebnis spricht für sich. Also ich bin kein guter Nagelsmann. Mal gucken, ob Nagelsmann das am Dienstag besser macht und die deutsche Nationalmannschaft. Macht's gut.